Ich träumte von meinem Vater, als ich eine Brücke überqueren wollte mit vielen Leuten. Mein Vater hielt meine Hand, aber er berührte mich nicht. Er sagte mir, geh nicht mit diesen Leuten, geh zurück. Ich ging zurück und die anderen Leute gingen weiter. Er rettete mich. Wäre ich weitergegangen, wäre ich gestorben. Ich wäre ins Wasser gestürzt und gestorben. Um die Ahnen zu versöhnen, töten wir ein Rind, Schaf oder Huhn. Und es muss eine bestimmte Farbe haben, je nachdem, rot, weiß oder schwarz. Indem wir etwas von unserem Besitz opfern, kümmern wir uns um unser Leben. Und sie beschützen uns, sodass wir vom Tod nicht überrascht werden. Die Ahnen können Krankheiten bringen. Wenn du einen Fehler machst, schicken sie dir eine Krankheit. Sie zeigen uns, dass wir sterben können, wenn wir keinen Respekt vor ihnen haben. Ansonsten sind wir stark und ständig in Bewegung, sodass wir nicht krank werden. Wenn dich jemand töten will, dann kann er das nur tun, wenn die Ahnen, die wir für die Engel Gottes halten, dem zustimmen. Wir sehen sie als diejenigen, die uns beschützen vor denen, die uns töten wollen. Sehen kannst du die Toten nicht, sie können nicht gesehen werden. Nein, sie erscheinen nur in Träumen, du kannst sie in Träumen sehen, aber lebend niemals. Doch, du kannst sie sehen, aber du kannst ihnen niemals nah sein. Was die Ahnen wollen, sagen sie dir im Traum.